Guten Abend, ich möchte heute das Wahlergebnis diskutieren mit einem Mitglied der CDU, mit dem Vorsitzenden der Werteunion, Professor Dr. Max Otte. Guten Abend, Herr Otte. Guten Abend, Herr Reitschuster. Ja, wie ging es Ihnen denn gestern Abend? Was war Ihre erste Reaktion, als Sie vom Ergebnis Ihrer Partei gehört haben? Es kam ja wie zu erwarten und von daher war das jetzt nicht so was Unerwartetes. Aber was es natürlich geschmerzt hat, ist, dass Hans-Georg Maaßen, unser Kandidat, das in Südthüringen nicht geschafft hat. Das hatte mehrere Gründe. Es war einerseits eine grün-rote Einheitsfront gegen ihn. Die Parteizentrale der SPD hat viel Geld da unten reingebuttert. Herr Maaßen hat aber auch, sagen wir mal, nicht alles richtig gemacht. Er hätte, wenn er Stimmen von der AfD wegnehmen hätte wollen, was sein erklärtes Ziel war, hätte er sie ernst nehmen müssen und nicht pauschal verurteilen dürfen. Das war, glaube ich, ein Fehler. Deswegen sind dann doch viele bei der AfD geblieben. Und damit wurde sie ja stärkste Partei in Thüringen. Ja, es ist erstaunlich. Herr Maaßen hat sich um den zweiten Platz ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem AfD-Direktkandidaten geleistet. Ja, also er war weit weg von dem Siegerkandidaten, diesem früheren Biathlon-Olympiasieger, und er hat gerade noch den zweiten Platz bekommen. Also das war eigentlich so nicht zu erwarten gewesen. Während wenn die AfD sozusagen zurückgezogen hätte, dann hätte er klar gewonnen, weil die Stimmen zusammen sind viel mehr als die von dem SPD-Kandidaten. Ja, also er hat sehr wertkonservative Positionen. Ich kenne ihn ja, also ich glaube, es war falsch, da wirklich, er hätte gar nichts sagen müssen oder seine Positionen vertreten können. Also so hat es ihn etliche Stimmen bei seinen potenziellen Wählern gekostet und von Linksgrün bekommt er sowieso keine. Und dann hat er noch den Druck dieser unglaublichen Medienfront. Also es gab wirklich Diffamierungen gegen ihn, dass er antisemitische Codes benutzt. Das Übliche mittlerweile, was völliger Quatsch ist. Also er ist einer der besten und loyalsten Beamten, Spitzenbeamten, die diese Republik hat oder hatte, muss man ja sagen. Aber da kommt vieles zusammen und die Stimmen hätte er gebraucht. Hätte es ihn gebraucht in der neuen CDU-Fraktion? Ja, war so gut wie unsere einzige Hoffnung. Friedrich Merz hat es ja geschafft. Aber Maaßen war natürlich unsere große Hoffnung und die ist weg. Und jetzt sieht es natürlich düster aus für die Konservativen in der Union. Wir haben uns auch gestern Abend am Wahlabend schon positioniert. Also das Schlimmste ist für uns Grün-Schwarz in irgendeiner Kombination, weil in Grün-Schwarz, egal wenn Schwarz doppelt so stark ist, setzt Grün die Akzente und gibt die Richtung vor. Das heißt, dann lieber Opposition, dann wird durch den Schock werden vielleicht einige aufwachen, aber in Grün-Schwarz oder Schwarz-Grün geht die schleichende Veränderung dieses Landes oder gar nicht so schleichende Veränderung dieses Landes weiter. Im Moment ist es ja aber so, dass der Vorsitzende Herr Laschet ganz offen sagt, er will diese Jamaika-Koalition. Also der hat eine ganz andere Vorstellung. Ja, wir haben ja gestern Abend schon uns positioniert und haben gesagt, Laschet muss jetzt die Verantwortung für dieses katastrophal schlechte Ergebnis übernehmen, obwohl es ja nicht nur sein, in Anführungszeichen, Verdienst ist. Es ist ja vor allem das Verdienst von 16 Jahren Angela Merkel, die jetzt elegant quasi ihre Altlasten über Laschet entsorgt, aber trotzdem muss er Verantwortung übernehmen. Er muss zurücktreten, Söder muss zurücktreten, da hat er auch ein katastrophal schlechtes Ergebnis eingefahren in Bayern. Und beide, die Parteivorstände von CDU und CSU müssen komplett zurücktreten und wir brauchen eine demokratische Neuwahl. Das ist natürlich relativ weit gesprungen und weit gezielt, aber das wäre die einzige Möglichkeit. Die einzige Möglichkeit in dieser Funktionärspartei, zu der die CDU und auch die CSU mittlerweile durch Angela Merkels und jetzt durch Söders Wirken geworden sind, wieder konservative, freiheitliche Werte zu verankern. Ich wollte es schon sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das so geschieht, die geht ja gegen Null. Also sowohl Herr Laschet als auch Herr Söder geben sich ja fast schon als Sieger, kann man sagen. Das ist jetzt etwas übertrieben, aber ein Kollege hat das beschrieben wie bei den Monty Pythons. Da gibt es diese Szene, wo der Ritter alle Arme abgeschlagen bekommt und alles. Und dann am Schluss sagt er unentschieden, unentschieden. Und daran erinnerte den Kollegen der Herr Laschet. Und wenn man sich das anschaut, auch gestern den Herrn Ziemiak, der dann von einer sensationellen Aufholjagd sprach und dergleichen. Man hat ja den Eindruck, die sind ein bisschen von der Realität entfernt, oder? Man hat das historisch schlechteste Ergebnis. Man hat ein riesiges Debakel und man tut so, als sei alles gar nicht so schlimm.
Unsere Politiker sind doch alle mittlerweile, fast alle, ganz weit von der Realität entfernt. Schauen Sie die Saskia Esken, die einem Rentner vorrechnet, wie er da mit 1500, 1600 gut über die Runden kommt und selber 20.000 hat. Laschet oder alle sind in so einer tiefen Blase drin. Das ist ja das Problem dieses Landes. Die Zahl der von uns subventionierten und alimentierten Volksvertreter, die alles andere tun, aber nicht das Volksvertreten, das ist ja ein grundlegendes Problem hier. Und das war zu erwarten, dass man versucht, sich das schön zu reden. Aber deswegen muss es jemand in der CDU geben, und das macht die Werteunion, die sagt, das wäre jetzt der richtige Weg. Ich komme gerade von den Grünen, das heißt, ich war nicht bei den Grünen, sondern die Grünen waren in der Bundespressekonferenz. Auch die Frau Baerbock, das hat mich fasziniert, weil sie sagte, wir haben einen klaren Auftrag bekommen, die Gesellschaft umzubilden. Und dann wurde gefragt, ja, woher sie den Auftrag hat. Dann sagte sie, ja, von vielen Treffen hat sie das erlebt. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, habe gesagt, Frau Baerbock, also wenn man entscheidend ist, doch die Wahl, und da haben SPD und CDU zusammen eine Mehrheit, wo haben sie da den Auftrag her? Und da hat sie sehr ausweichend geantwortet. Da konnte sie nicht mehr antworten. Sie haben aber beide, sowohl Baerbock als auch Habeck, sehr deutlich gemacht, dass sie eine Ampel deutlich bevorzugen, dass sie nicht in eine Koalition mit der CDU wollen. Also sind da Max Otte und die Grünen jetzt ausnahmsweise mal auf einer Linie. Das würde mich sehr freuen, denn das gäbe für die bürgerlichen Kräfte in diesem Land die Chance aufzuwachen, oder für die, die nicht aufgewacht sind, oder einige von denen, die nicht aufgewacht sind. Denn die Grünen sind keine bürgerliche Partei. Sie werden zwar gerne von Beamten gewählt, die sichere Jobs haben, aber die Grünen sind selbsterklärend systemverändernd. Sie wollen einen Kontrollstaat, sie beschneiden die Freiheitsrechte. Man sieht es bei Kretschmann in Baden-Württemberg. Sie wollen einen radikalen Umbau der Wirtschaft, weg von der sozialen Marktwirtschaft, der Freiheitlichen, die unser Erfolgsmodell war, mit Mittelstand und so weiter. Sie wollen auch den Menschen verändern durch die Gender-Ideologie, durch den Transhumanismus. Das sind letztlich zwei Seiten einer Medaille. Und jegliche Ideologie, die den Menschen verändert oder Menschen sich so bauen, wie man es gerade will, und das wollten schon andere, und das hat immer in die absolute Katastrophe geführt. Also die Grünen sind eine radikal systemverändernde Partei. Das ist auch der eigentliche politische Gegner, denn die Linke, auf denen Konservative gern noch herumreiten, die sind schon fast bedeutungslos, zumindest die alte Linke. Man kann es ja auch so sagen, die SPD heute ist wie die Linke vor 10 Jahren. Ja. Die CDU hat viel von der SPD übernommen und auch einiges von den Grünen. Die Grünen sind die eigentlich revolutionäre, systemverändernde Partei. So hat sich das Spektrum verschoben. Das wurde gestern sehr deutlich, als die Spitzenkandidatin Jarasch, als es so aussah, als wäre sie regierende Bürgermeisterin in Berlin, sagte, dass man jetzt also völlig revolutionär, wir werden jetzt umbauen, Verkehrswende und Klima und umbauen, Berlin wird zur grünen Hauptstadt, also eine Revolution quasi. Und gleichzeitig war diese Regierung, der die federführend mit dabei sind, nicht in der Lage, eine Wahl zu organisieren. Das ist für mich so symbolträchtig. Es ist unfassbar. Sie sind zu dumm, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage. Sie sind nicht in der Lage, sie sind unfähig, eine Wahl zu organisieren. Und sie werden aber wiedergewählt von den Berliner Wählern. Also für mich ist das ein Moment, wo ich wirklich Zweifel an dem Funktionieren der Demokratie bekomme. Aber ich denke, es hat mit Medien zu tun, weil die einfach diese Realität kaum wiedergeben und weil die verschonen. Aber dieses, als ich es sagte, Umbauen an diesem Abend, das klang für mich wie Lenins Großneffen. Und da wurde mir ganz anders. Ihr habt in Berlin schon genügend umgebaut und das geht schon massiv daneben, und Gott bewahre. Jetzt eine Frage, die ich Herrn Habeck heute gestellt habe, und er hat sehr lange geantwortet. Auch in meinen Augen so ein bisschen, ja, ausweichend ist falsch, aber sehr euphorisch. Die Frage war, dass es in meinen Augen ein unlösbares Dilemma ist, dass bei einem Kanzler Scholz die FDP ihre eigenen Wähler faktisch verrät, vor den Kopf stößt, weil die sagen, wir haben alles gewollt, nur nicht einen SPD-Kanzler. Dass umgekehrt, wenn die Grünen zu Laschet gehen, dass die grünen Wähler vor den Kopf gestoßen sind und sagen, ihr hättet mit Scholz das machen können und ihr habt uns verraten. Und ich habe gesagt, ich sehe keinen Ausweg aus dieser Situation. Habeck sprach dann lange von neue Situation und das ist sogar cool und Neuanfang. In meinen Augen war das ein bisschen träumerisch. Sehen Sie einen Ausweg aus diesem Dilemma, den ich nicht sehe? Also die erste Frage war, wenn er mit Scholz geht, die grünen Wähler wollten alles, nur nicht Scholz als Kanzler? Ist das die Frage? Die FDP. Also ach, die FDP, ja, klar. Wenn die FDP in die Ampel geht, sind die FDP-Wähler stinksauer. Wenn die Grünen in Jamaika gehen, sind die grünen Wähler stinksauer. Gut.
Das Gedächtnis ist kurz. Ich glaube, Herr Lindner hat ja beim letzten Mal, ist er bewusst nicht in die Regierung gegangen, was ich damals sehr begrüßt habe, fand das mutig, aber dann ist er nichts mehr hinterhergekommen. Er will jetzt unbedingt, also er wird das schon seinen Wählern verkaufen und bis zur nächsten Wahl ist lange hin. Und die FDP ist ja nicht dafür bekannt, dass sie eine Richtung hält, also von daher, aber es wird schwierig, aber ich denke, er wird die Versuchung, der Versuchung nicht widerstehen können. Wenn jetzt die Grünen einen CDU-Kanzler bekommen, also ich meine, das Modell ist ja erprobt, das wäre für die CDU schlimm. Ich habe es nochmal, also ich habe es ja eben schon angedeutet, selbst wenn die Grünen die deutlich kleinere Kraft sind, würden sie in einer schwarz-grünen Koalition die Richtung vorgeben und den Takt angeben. Das ist das große Problem und ich kann nur mutmaßen, Angela Merkel hat einerseits ihre ganzen Probleme jetzt schön entsorgt in der Öffentlichkeit auf Laschet, jetzt schießt sie alles auf den ein, der ist nun wirklich nicht wirklich schuld an der ganzen Kiste, er hat nun auch keine gute Figur gemacht, das kommt dazu, aber ich glaube, Angela Merkel ist schwarz-grün am liebsten, weil wir dann grün werden. Also sie ist ja auch keine Christdemokratin, sie wollte erst in die SPD eintreten und ist dann aus, weil es in der CDU besser ging, ist in die CDU gegangen, also ich glaube, schwarz-grün wäre das Wunschergebnis von Angela Merkel, weil dann Grün weitermacht. Und ich glaube, dass Herr Habeck das verkaufen kann. Herr Lindner wird es schwieriger verkaufen können, aber trotzdem machen und hoffen, dass in 4 Jahren die Welt wieder anders aussieht. Das sind natürlich 2 wichtige Aspekte, was Angela Merkel will. Und wenn sie die CDU endgültig gegen die Wand fahren will und die FDP gleich mit, dann ist natürlich Jamaika ideal, weil das die FDP und die CDU zerstören wird faktisch oder ganz stark angreifen wird. Also ich glaube, das ist... Ich glaube, das ist ihr egal, aber ich glaube, sie will erstens natürlich gut dastehen in der Nachwelt, deswegen jetzt die Sache mit Laschet und sie will im Prinzip diese grüne Politik, diesen Mainstream, dem will sie sich anschließen und dann ist ihr die CDU egal. Das ist meine Lesart der Situation. Im besten Fall, wenn sie nicht möchte, dass die CDU noch schwächer wird, aber das wissen wir nicht, wir können nicht in ihren Kopf schauen. Bei diesem Poker, da geht es ja dann eigentlich, also es ist ja dann buchstäblich wie ein Poker oder wie ein Schießduell, also wer zuerst bewegt, weil bei Grünen und FDP ist ja dann die Frage, wer ist im Zweifelsfall bereit einzuknicken und da ist dann dieser entscheidende Moment, wenn einer sagt, er geht raus, das ist ja dann eigentlich ein reiner Nervenkrieg. Also sowohl die FDP als auch die Grünen müssen dann die anderen überzeugen, dass sie im Zweifelsfall zurückziehen würden und dann, also wer schießt als Erster? Und das kann man wirklich nicht vorhersehen, denke ich. Oder sind Sie da klüger als ich? Nein, da bin ich. Ich bin ja auch kein, ist ja auch nicht meine Aufgabe als Chef der Werteunion, jetzt die Grünen, die Psychologie der Grünen bis zum Letzten zu analysieren und auch nicht die der FDP, obwohl man die FDP über die Jahrzehnte ganz gut kennt in der Form. Das bleibt spannend und also Ampel wäre natürlich für mich, für uns das Richtige, weil wir sagen, Grün-Schwarz sollte auf keinen Fall kommen und das wollen wir eigentlich auch in der Partei deutlich machen und das wollen wir der Partei ins Gewissen schreiben, dass das die schlimmste, dann lieber Opposition, das ist die schlimmste aller Optionen. Aber die schönen Posten, Herr Professor Otte. Ja, das ist ja unsere Hoffnung. Die Werteunion ist rein ehrenamtlich, wir sind alles Demokraten, wir machen das aus Engagement für unser Land. Und es wäre ganz gut, wenn die da von den Posten abhängig sind, mal wieder arbeiten müssten. Tun die aber nicht. Die haben ja gute Versorgungsbezüge meistens. Aber ja, bitte, wir wollen ja einen fundamentalen Neuanfang in der CDU, eine komplette Neuwahl des Vorstandes, demokratisch, weil wir ja auch wissen, wie stark über das Delegiertensystem Einfluss genommen werden kann. All das sind natürlich hehre Forderungen, aber das wäre nötig. Herr Professor Dr. Otte, wir haben jetzt Rot-Rot-Grün ist vermieden, ist vom Tisch. Das ist die gute Nachricht des gestrigen Tages. Jetzt stelle ich mal eine These in den Raum, dass ob wir entweder Jamaika bekommen oder Ampel, dass das in Nuancen ein Unterschied sein könnte, dass das aber im Wesentlichen von der Grundrichtung her in beiden ein grün geprägtes Kabinett sein wird und dass der Unterschied in der direkten Regierungspolitik weniger ist. Die Frage ist, ob es eine effektive Opposition gibt und da wäre mit der CDU in der Opposition die Chance, dass wieder sowas wie politischer Wettbewerb dann doch entsteht und dass sich die Opposition gesundet. Also ich sehe da im Moment mehr den Unterschied, den entscheidenden Faktor, wer wird Opposition, als wer wird Regierung, weil ich glaube, da kriegt man was ziemlich Ähnliches oder bin ich da auch wieder zu pessimistisch? Da sind wir uns völlig einig, das hatte ich ja eben schon angedeutet, dem ist nichts hinzuzufügen. Das ist dann keine
allzu rosige Aussicht. Nun ist es ja so, ich habe extra nochmal nachgezählt und ich habe auch einen Artikel heute darüber geschrieben. Da habe ich geschrieben, die nicht-linken Kräfte hätten zusammen eine Mehrheit. Da hat jemand mir böse, aber völlig zu Recht geschrieben, die CDU sei doch schon eine linke Kraft. Ich habe es deshalb umformuliert, auch nochmal die Kräfte, deren Wähler nicht links sind. Und ich glaube, das kann man bei der CDU sagen, weil die linksgrünen, nennen wir so linksgrünen Wähler, die wählen dann doch eher das Original als die CDU mehrheitlich. Also wir hätten rein rechnen eine Mehrheit von Union, FDP und AfD. Nun ist die AfD ja die Aussätzige, das geht gar nicht, während auf der linken Seite des politischen Spektrums die Linke keine Aussätzige ist. Also wir haben faktisch eine Umkehrung der Mehrheitsverhältnisse, weil die Wähler haben mehrheitlich nicht links gewählt, egal wie die CDU jetzt aussieht. Während sie eine linke, linksgrüne Politik bekommen werden, kann sowas auf Dauer gut gehen. Das ist ja eigentlich eine Missachtung des Souveräns, wenn man jetzt streng ist. Weil ja, es kommt darauf an, wie die realen Machtstrukturen sind, wer welchen Einfluss hat, wie die Medien ticken, wie die Finanzströme sind. Und da haben wir einen massiven Verunglimpfungsfeldzug gegen alles, was konservativ ist. Wenn Sie sehen, wie der Hans-Georg Maaßen eben verunglimpft wurde mit antisemitischen Codes und er würde ja zum Teil rechtsradikal oder, also ich weiß es nicht mehr, aber wirklich übelst und das absurd, in großen Medien. Mir hat man es ja auch schon mal vorgeworfen, also ich würde mit antisemitischen Codes flirten. Der Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg, ein ganz übler Typ, ein dummer Mensch übrigens obendrein, sonst kann man nicht sowas machen. ja, aber wenn die Machtstrukturen so sind, kann das länger so sein. Die Position der Werteunion dazu wäre, dass wenn die CDU unbedingt in die Regierung will, soll sie eine Minderheitsregierung CDU, FDP basteln und sich tolerieren lassen, auch von der AfD. Das haben wir ja schon zu Thüringen auch als verlautbaren lassen und das wäre unsere Position. Dann wird Angela Merkel von wo immer sie auch ist anrufen und wird durchsetzen, dass man das rückgängig macht, Herr Professor Dr. Otte. Ja, sie spielt sicherlich in diesem Spiel jetzt auch noch mit und das ist natürlich nicht so angenehm, aber ja, so ist es. Also rein rechnerisch könnte Herr Laschet sich zur Wahl stellen. Ja. Und dann wäre eigentlich damit, oder dann gäbe es eine gewisse Chance, dass er eine Mehrheit bekäme. Und darum war wahrscheinlich Thüringen auch so wichtig als Symbolwirkung, weil man das da eben völlig tabuisiert hat und das damit so stigmatisiert hat, dass das im Bund nicht passieren kann. Hätten wir nicht diese Erfahrung aus Thüringen, könnte ja jetzt jemand auf diese Idee kommen innerhalb der CDU. Weil rein rechnerisch könnte das ja funktionieren. Ja, Thüringen wäre wirklich eine Veränderung der politischen Landschaft gewesen und in der Tat, man muss die Akzente und Themen rechtzeitig setzen und das versteht Merkel meisterhaft. Ja, und wir haben durch diese Situation, durch die Stigmatisierung der AfD, haben wir eine Situation, wo eigentlich immer Mehrheiten gewährleistet ist, dass es keine Mehrheit ohne eine linksgrüne Partei mit an der Regierung geben kann. Also das ist eigentlich, das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Das sind nach wie vor um die 5 Millionen Wähler, die man da einfach ausschließt, diskreditiert, diffamiert und so weiter. Und, aber es funktioniert und es funktioniert mit massiver Schützenhilfe der Medien. Und massiv. Der Druck ist ja deutlich erhöht worden jetzt nochmal in der Corona-Krise. Auch die Diffamierung von Kritikern. Also es ist keine schöne Situation. Und man müsste eigentlich die Freien Wähler mit 2,5% auch noch mit dazu rechnen, weil deren Wähler sind ja fast Querbank, sind das auf jeden Fall keine Linksgrünen, würde ich jetzt mal sagen, sondern eher das Gegenteil. Ich würde die irgendwo bei der CDU ansetzen, die unzufriedene CDU-Wähler, die sich nicht trauen, die AfD zu wählen. Also das ist in meinen Augen das klassische Klientel. Ja, und dann gibt es noch die Basis, die ist natürlich eher linksliberal, aber klassisch linksliberal, also nicht die heutigen autoritären, sich linksliberal nennenden Parteien, aber die Basis, ich kenne ein paar der Leute, das sind tolle Leute und kluge Leute, das ist natürlich sehr gewagt gewesen. Also ich glaube aus meiner Analyse des Parteienspektrums dieses Landes, dass die AfD auf lange Zeit die letzte erfolgreiche Parteineugründung war und sein wird, so wie die Verhältnisse in Deutschland sind. Also die Basis gibt zwar einem bestimmten Segment eine Stimme, aber es ist nahezu unmöglich, sich dauerhaft als Partei in diesem Land zu etablieren und diese 5%-Hürde zu überspringen als neue Partei.
Da ist auch die Frage, wie modern und wie verfassungsgemäß diese 5%-Hürde noch ist. Die ist ja aus bestimmten Gründen entstanden. Aber heutzutage, wenn ich eine Partei wähle, die nicht einzieht, dann ist meine Stimme ungültig faktisch. Im Gegenteil, sie wird pervertiert, wenn ich zum Beispiel Freie Wähler wähle. Dann kommt die Stimme ja faktisch zur Hälfte dann dem linksgrünen Lager zugute, obwohl man das überhaupt nicht wollte. Also wenn eine Partei mit 2,5% völlig ignoriert wird, das halte ich für sehr bedenklich. Es ist eigentlich ein politischer Monopolschutz. Und eine völlige Zersplitterung, dass man die vermeidet, ist nachvollziehbar. Aber 5%, ich würde dann eher Richtung 3 gehen oder 2,5 wie in anderen Staaten. Also ich halte das verfassungsmäßig für höchst bedenklich, weil es in einer ganz anderen Situation entstanden ist. Und heute haben wir ja eh eine größere Sache. Es ist ein Monopolschutz für die bestehenden großen Parteien oder für die bestehenden Parteien. Die sind ja nicht mehr alle groß, muss man dazu sagen. Ja, Pantarei, alles fließt und alles ist im Fluss. Und das ist natürlich die Kunst der Politik, auch der Staatskunst, da auch Verfassungsformen anzupassen. Aber ich glaube, dazu besteht im Moment wenig Bereitschaft. Ja, und das Verfassungsgericht ist stramm auf Linie der Regierung. Und die Regierung hat natürlich am allerwenigsten Interesse daran, die Konkurrenz größer zu machen. Jetzt, wenn ich Sie schon als Wirtschaftsprofessor hier habe, und Sie sind ja auch ein großer Investor, betreiben ja auch Ihre eigenen Fonds, dann doch nochmal die Frage, wie sehen Sie die Reaktion der Märkte auf das Wahlergebnis? Wie war sie? Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war heute den ganzen Tag in der Bundespressekonferenz. Ich habe die Märkte noch gar nicht verfolgt. Vielleicht können Sie neben den Zuschauern auch noch mich aufklären. Der DAX ist wieder im Plus, es geht also ganz gut weiter. Und im Prinzip haben wir das erwartet. Wir erwarten also einen sogenannten Crack-Up-Boom nach Ludwig von Mises. Also es wird weiter Geld gedruckt, es wird nicht nur Geld gedruckt, sondern die Staaten verschulden sich ja auch und geben Geld direkt an breit und schütten Geld aus an weite Gruppen. Und dieses Geld wird direkt ausgegeben. In der Geldpolitik ist ja so, wenn man die Geldmenge erweitert, weiß man nicht genau, wann wirkt das, wie wirkt das. Aber wenn ich direkt Steuergelder gebe als Beihilfen oder zum Green New Deal oder sonst, dann wird das direkt ausgabenwirksam. Da sind es Staats- oder private Ausgaben, erhöhen die Staatsschulden. Damit läuft die Wirtschaft weiter. Damit wird der Umbau der Wirtschaft natürlich betrieben, auch der ökosozialistische, aber zunächst einmal befeuert es die Wirtschaft und das Geld wird immer weniger wert, beziehungsweise das Geldsystem wird immer maroder und immer mehr Menschen erkennen, wir müssen was machen, Gold, Aktien, Sachwerte, das haben wir jetzt und das ist der sogenannte Crack-Up-Boom, wenn die Leute ihr Vertrauen in das Geld verlieren, in die Sachwerte gehen. Also unsere Fonds haben super performt, wir sind deutlich vor allen anderen großen Konkurrenzfonds, weil wir eben diese Richtung erkannt haben und darauf auch weitersetzen. Also wer jetzt sagt, Aktien sind zu teuer, nein, wenn man Qualitätsaktien hat, die richtigen. Also privat muss man natürlich schauen, wie man sich aufstellt, Immobilien, Aktien, Edelmetalle. Aber grundsätzlich gilt, Aktien, auch Edelmetalle zur Vermögensabsicherung sind ein wichtiger Bestandteil. Ich kann mein Geld nicht auf dem Konto liegen lassen, da wird es garantiert weniger wert. Und wir haben da die letzten anderthalb, zwei Jahre ein sehr gutes Händchen bewiesen. Und wir werden auch weiter natürlich uns anschauen, wie es weitergeht und werden weiter aber auch auf qualitativ hochwertige Sachwerte setzen. Aktien sind Sachwerte. Es sind ja quasi Stücke vom Kuchen eines Unternehmens. Ich habe einen kleinen Unternehmensanteil und wenn ich sowas habe wie Microsoft oder was anderes, dann kann ich mir relativ sicher sein, dass dieses Unternehmen auch in 5 Jahren noch existiert, egal was mit dem Geldsystem ist und was wir dann für Geld haben. Dieses Unternehmen wird weiter sein Geschäft betreiben und wird auch über eine solche Finanz- oder Geldreform oder Geldentwertung, was auch immer kommen mag, hinaus bestehen. Und deswegen setzen wir vor allem auf Aktien. Ja, am riskantesten ist im Moment wohl das Geld auf dem Sparbuch. Wir haben jetzt zwar nicht rot-rot-grün, aber mit einer doch grünen Dominanz, die zu erwarten ist, ist auch nicht zu erwarten, dass wir hier eine Umkehrung in der Finanzpolitik haben, die ja auch europaweit stattfindet. Also es ist ein massives Gelddrucken, von daher heute da keine guten Nachrichten. Ja, das war eine kurze Wahlanalyse. Ich empfehle Ihnen auch nochmal sehr die Bücher von Professor Dr. Otte. Zum einen Corona, zum anderen über, wie sich Ihr Land verändert hat. Sagen Sie es in einer halben Minute nochmal, eine halbe Minute Werbeeinblendung, aber kurz. Ja. Ja, das große Buch ist ja Weltsystemcrash, vor 2,5 Jahren erschienen, hat Corona eigentlich vorhergesehen, nur nicht, dass es ein Virus sein wird, aber die Veränderungen sind da wirklich vorgezeichnet. Und dann habe ich eine mehr autobiografische Skizze gemacht, auf der Suche nach dem verlorenen Deutschland, über meine Kindheit und Jugend. Das ist fast schon, wie ein anderer Journalist schreibt, fast schon lyrisch, aber es ist halt
ein Blick auf das Deutschland, in dem ich aufgewachsen bin und auf heute. Und es ist mehr fast schon Belletristik in gewisser Weise. Das habe ich mir mal gegönnt, was anderes zu schreiben. Ich habe auch schon reingeschaut, sehr zu empfehlen. Und ich bedanke mich, dass Sie heute mit uns ganz frisch die Wahlergebnisse kommentiert haben. Ich erinnere nochmal, Professor Dr. Max Otte, Vorsitzender der Werteunion. Alles Gute, danke, auf Wiedersehen. Danke Ihnen auch. Reitschuster.de